Yes, Freunde, was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's soweit auch ganz okay. Den Umständen entsprechend geht's mir auch ganz okay, Freunde. Ja, wie angekündigt, hier mein Statement zu den Geschehnissen bezüglich des Unfalls, den ich da gemacht habe. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde eigentlich gar kein Statement machen, weil das ist ein sehr ernstes Thema, aber es haben mir so viele Menschen Nachrichten geschrieben. Also ich habe so viel Anrufe, so viele Nachrichten gekriegt und es war zu krass. Also wirklich. Und ja, ich möchte mich deswegen erstmal an dieser Stelle bei allen Leuten, bei allen Menschen, die mir geschrieben haben, herzlich bedanken. Ja, natürlich habe ich noch niemanden jetzt sonderlich zurückgeschrieben und so. Ich war einfach nicht in der Verfassung. Was auch psychisch anbelangt, ne, weil mein Kopf, die ganze Zeit, sag ich ehrlich, war ganz woanders, auch meine Familie und so. Es war sehr schwierig und ja, deswegen danke an alle, die mir geschrieben haben, danke an alle, die an mich gedacht haben. Natürlich danke ich Gott, dass ich noch lebe, ne, also es ist sehr, sehr krass gewesen, der Tag. Und damit ihr einmal versteht, wie das überhaupt so zustande gekommen ist, natürlich gibt es ja auch wilde Spekulationen. Hatte ich Handy am Steuer? Habe ich ein Autorennen gemacht? Bin ich über Rot gefahren? All diese Themen, die man natürlich in den Raum wirft, wenn man mit einem schöneres Auto mal einen Unfall macht, ja. Bevor ich dazu komme, erstmal, Freunde, ich hatte einen Termin in Dortmund, ja. Also wir hatten einen Dreh geplant. Der Mois hatte mich angerufen, hat gesagt, Bruder, wir drehen, wo bleibst du? Wir sind schon auf dem Weg. Da habe ich gesagt, okay, ganz entspannt, bla bla, ich mache mich auf den Weg. Ich hatte mich frisch gemacht. Und bin dann irgendwann einfach nach Dortmund gefahren, ja. Und dann habe ich noch den Maestro, habe ich dann noch eine Sprachnotiz geschickt, dass ich auf dem Weg bin. Also, dass ich jetzt losfahren werde und so weiter und so fort. Und bin dann ganz gemütlich nach Dortmund gefahren, ja. Irgendwann bin ich in Dortmund angekommen. Die Straßen waren auch voll, also es war hellichter Tag. Es war jetzt nicht irgendwie 11 Uhr abends oder so, ich weiß gar nicht mehr. 14, 15 Uhr, weiß ich nicht, 16 Uhr, diese Zeiten. Irgendwann bin ich dann aus der Autobahn rausgekommen. Bin in Dortmund angekommen. Und ich hatte es nicht mehr weit bis zum Ziel. Und ich habe noch so in Erinnerung halt, dass ich einfach links abbiegen wollte, also quasi U-Turn machen wollte. Und das war auch nicht verboten. Das heißt, es gab die Straße dort, konnte man ganz links abbiegen. Man musste halt natürlich stehen bleiben und dann kann man links abbiegen. So, es war zweispurig. Bevor die Straße einspurig wird, kann man noch links fahren, ja? So, ich war auf der rechten Seite. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss da vorne gleich links abbiegen. Bin dann vorgefahren, bin nach links und dann bin ich stehen geblieben. Ja, so viel zum Thema irgendwie Straßenrennen, bla bla bla. Also, nochmal dazu, ich bin niemals ein Straßenrennen gefahren und werde auch niemals ein fahren. Ich bin der absolute Gegner von sowas. Jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, wie ich zu sowas stehe. Plus, ich fahre selber sehr selten Auto. Jeder, der meine Stories kennt oder weiß, wie ich unterwegs bin, jeder weiß, ich bin immer Beifahrer. Ja, aber der Porsche jetzt, der war von meinem Bruder, den wollte ich jetzt nicht irgendeinen Kollegen fahren lassen, weil ist halt so eine Sache, es ist halt auch nicht mein Wagen gewesen. So, irgendwann musste ich halt links abbiegen. So, das heißt, von rechts kommen ja Autos. Ne, sind ja hier Straße so, Straße so. Ich biege links ab, also ich muss gucken, dass von rechts kein Auto kommt. Ich bin stehen geblieben, ich gucke nach rechts, keiner da, ich will gerade abbiegen und dann höre ich das nur noch so klimmern, hier klingeln und da kommt eine U-Bahn auf mich zu. Ich war am Stehen, der Wagen war minimal am Rollen. Aber ich war so geschockt, weil die Bahn, ihr müsst euch vorstellen, die war schon vor mir. So. Ich war am Lenkrad, ich guck die Bahn so an. Und für mich war so, Leben ist vorbei. Ich hab gedacht, ich sterbe. Ja, vor allem, du musst ja auch sagen, du warst im Cabrio. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling. Cabrio war offen. So, und das ist ja ein ganz anderes Feeling, wenn du hast ja kein Dach über dir, du wirkst ja nicht so geschützt in dem Sinne so. Ja, so, das kommt auch noch dazu. So, ich war im Cabrio. So, wisst ihr, was ich meine? Ich hatte ein offenes Verdeck. So, und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie geschützt bin oder so. Ich war einfach so offen. Und für mich kam das so vor, als ob der Zug oder besser die Bahn mich jetzt einfach platt macht. So. Und ich sage euch, dass man jetzt nach 2, 3 Tagen, manchmal, ich denke an diese Bahn, wie die kommt, so voll der Film, Alter, so, das war das voll, das ist so, das hat sich so voll in mein Gehirn eingebrannt, ja. Und war in der Schockstarre, Freunde, und ich konnte mich einfach nicht bewegen. Und die Bahn kam immer näher, die war schon, wie als ob die schon vor mir ist, so. Aber in diese Millisekunde, in diese Bruchteil, ging mein ganzes Leben an mir vorbei. Ich schwöre bei Gott, Also so 3 Sekunden im echten Leben sind so. ich kann es dir nicht, Wallah, ich kann es dir nicht erklären, aber mir ging, also der erste Gedanke war so, ich gucke so und ich denke mir,
okay, jetzt bin ich tot. Das war so, ich habe so losgelassen, so, okay, ich bin tot. Dann ging so alles in meinen Kopf durch, so, was ich noch alles machen wollte, so meine Pläne, so, dann irgendwie, pum, wie so ein Blitzschlag, ja. Und ich höre nur noch dieses Klingeln von der Bahn, von der Kling, Kling, Kling. Und es wurde immer lauter, weil es immer näher gekommen ist, ne. Also, Freunde, sorry, dass ich jetzt lache, ne, aber es war zu, ich kann es nicht in Worte fassen, es war zu krass. Jetzt, du hast in der Situation dann noch gut reagiert. Achte. Ich war in Schockstarre. Meine Gedanken haben mich komplett übernommen. Ich wusste, ich habe abgeschlossen mit meinem Leben und ich habe gedacht, boah, okay, Ende, bla, tausend Gedanken. Aber im letzten Moment, Freunde, hat mein Gehirn ein Signal auf meinen Fuß gesendet. So, drück nochmal aufs Gas. Und ich habe auf das Gaspedal nochmal gedrückt, in Hoffnung, der Wagen fährt. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich glaube, das ist einfach Instinkt in dem Moment. Irgendwie ich habe einfach gedrückt. Ja. So. Und ihr müsst euch vorstellen, der Wagen steht ja so. Die Bahn kommt so. Das heißt, hätte ich nicht aufs Gas gedrückt, wäre die Bahn frontal gegen meine Tür geknallt und ich wäre tot gewesen. Zu 100%. Ja, vor allem, du hast keine B-Säule, ne? Also Cabrio. Nein, nix. Es ist komplett, ich wäre platt gewesen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Aber da ich das noch geschafft habe, irgendwie aufs Gaspedal zu drücken, so mit meinem Kopf her, ist der Wagen ein bisschen nach vorne und er hat dann den hinteren Bereich des Wagens getroffen. Ja. Also es ist wirklich 20 Zentimeter, 30 Zentimeter. Ja, 30 Zentimeter. Also diese eine Sekunde hat eigentlich quasi über mein Leben bestimmt. So. Und die Bahn ist gegen den Wagen geknallt, boom, und der Wagen ist weggeschleudert. Ich weiß es nicht. Hat sich zweimal gedreht, einmal gedreht, ich weiß es nicht. So, mein Glück war ja auch noch, ich bin ja auf die andere Fahrbahnseite ja geflogen, dass da keine Autos gekommen sind. Oh ja, stimmt. Das heißt, Freunde, ich wurde von der Bahn geknallt, auf die andere Straßenseite geschleudert und es kam kein Auto. Wenn Autos gekommen wären, die hätten vielleicht auch nicht mehr reagiert, die wären auch in mich. Ja, safe wahrscheinlich. Die wären auch in mich reingefahren. So, das heißt, ich hatte riesengroßes Glück so und ich danke Gott dafür, dass nichts weiter Schlimmes passiert ist. Also ich hatte natürlich Prellungen. Ich habe immer noch am Beckenbereich habe ich immer noch Schmerzen, auch beim Laufen. Ich habe eine riesen Beule am Rücken hier, rechte Seite so irgendwie. Ich weiß nicht, warum das nur auf der rechten Seite ist. Das ist aber wie es ist. Kopfschmerzen ein bisschen zwischendurch. Mein Nacken tat übelst weh. Meine linke Rippe tat auch weh. Airbag ist nicht aufgegangen. Frag mich nicht, warum. Airbag ging nicht auf. Keine Ahnung. Ist die Frage, ob jetzt bei so einem Unfall der Airbag bei einem Cabrio aufgeht, weil du hast ja oben kein Dach. Bei deinem Mercedes wäre wahrscheinlich oben dieser Airbag über deinem Kopf aufgegangen. Das ist möglich, ja. Aber du hast ja Cabrio, deshalb ist da kein Airbag wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ging auf jeden Fall kein Airbag auf. So, und ich bin einfach am Leben, Dicker. So. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich so meine Familie fühlt. So, natürlich mein Bruder einerseits glücklich, als ich lebe. Andererseits auch sauer, weil der Wagen kaputt ist. Das ist ja seiner. Was ich zu 100% natürlich auch nachvollziehen kann, ist halt nicht leicht, Alter. Meine Mutter sehr traurig am Weinen die ganze Zeit und ihr geht es ja auch körperlich und alles nicht so prickelnd, ne? Vor allem, damit die Leute auch mal verstehen, du hast den Unfall irgendwo um 15 Uhr, 16 Uhr gehabt. Dann hat dein Bruder mich angerufen, hat gesagt, du bist da im Krankenhaus. Und es hat so sehr die Runde gemacht, dass innerhalb von anderthalb Stunden deine Mutter zu Hause auf dem Privattelefon einen Anruf bekommen hat, genau, dass du einen Autounfall hattest und in Mülheim im Krankenhaus liegst. Gott weiß, woher dieser Typ kam, woher der die Nummer hatte, ja, und dass er denkt, dass du in Mülheim bist, weil du warst ja nicht in Mülheim. Aber so sehr hat das innerhalb dieser kurzen Zeit so die Runde gemacht. Also das ist echt, es war echt krank, Freunde. Also ihr müsst euch vorstellen, bei mir zu Hause hat jemand angerufen und hat gesagt, ja, ihr Sohn hat einen Unfall gemacht und keiner weiß, wer das ist. Vor allem, du hast ja auch nur Rauch, bewusstlos, Krankenhaus, Intensivstation. Das ist ja auch das Ding. So, das Problem ist, Freunde, ich bin ja, nachdem der Unfall war, ich hatte auch irgendwie meine Zähne taten weh. Ich habe so einmal kurz noch so geschrieben, mein Gesicht tut weh. So, ich habe ja, boah, fuck, ich habe jetzt meine Zähne verloren irgendwie. Die gerade frisch waren. Die gerade auch noch frisch dran sind. So, ich habe ja Vinyls gemacht. Und ich habe alles mitgekriegt irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Es war in so einem Trance-Zustand. So, weißt du, wie ich das meine? So, ich war ein bisschen benebelt. Mal war ich bewusstlos. Am Anfang war ich erstmal bewusstlos. Irgendwie. Ich habe Stimmen gehört. Wir haben an der Unfallstelle, haben wir natürlich, habe ich bei Mois, Maestro, Abu, die ganzen Jungs, an der Stelle danke an die Jungs, die haben mir da krass geholfen. Die waren ja da, nicht auch aus Zufall, sondern wir waren ja verabredet da. Also, aber es war Zufall, dass die genau an dieser Stelle waren. Aber es war Zufall, dass die direkt auch an der Stelle waren, weil die wussten ja nicht, dass ich den Porsche habe. Und die wussten, genau, die dachten, ich bin jetzt irgend so ein Typ, der den Unfall jetzt gemacht hat. Das heißt, die wollten Zivilcourage machen, auf einmal, bei meinem Glück, sehen die im Auto, hör, das ist Sinan. Das ist ja noch das Krasse so an der ganzen
ganzen Geschichte. So. Man hat mir rausgeholfen, an der Stelle auch Dankeschön an die zwei Mädels, die mir da geholfen haben. Ich habe die Namen nicht mehr im Kopf. Edda und Tuba, glaube ich. Ich weiß nur von Edda. Edda und ja. Tuba, falls ich mich irre, tut's mir leid, aber ich glaube, diese zwei Mädels haben mir auch geholfen. Die sind aus der Bahn gekommen. Ja, ich glaube, Edda saß in der Bahn drin, die sogar. Das kann sein, ja. Auf jeden Fall, die Mädels haben Zivilcourage geleistet mit meinen Jungs. Und dafür danke ich euch. An der Stelle auch nochmal ein Dankeschön an das Rettungsdienst in Dortmund. Die Sanitäter, das ganze Team war sehr, sehr, sehr höflich, sehr besorgt. Also die haben sich wirklich um mich gekümmert. Das Krankenhaus in Dortmund auch sehr, sehr liebe Leute da gewesen, obwohl da so viel zu tun ist. Ich habe, ihr müsst euch vorstellen, Freunde, ich hatte ein bisschen Prellungen und alles. Ich habe Gott sei Dank nichts gebrochen. Man hat geröntgt, man hat alles gemacht. Mein linkes Bein war zwischendurch taub. Ich hatte irgendwie meine Nerven abgeklemmt, keine Ahnung, mein Nervensystem, ich habe gar keine Ahnung, ich habe es nicht gespürt. Und da habe ich auch gedacht, Alter, ich kann nie wieder laufen vielleicht oder so. Also für mich war das voll der Film. Und ich bin ja erstmal selber vom Krankenhaus, habe ich mich entlassen. Später musste ich dann wieder ins Krankenhaus, wegen Nackenschmerzen, Bein wieder taub, alle Filme. Also war richtig hin und her so. Vor Ort war auch ein bisschen Trubel, Polizei ist gekommen. Es gab auch einen Streit zwischen den Jungs. Ach ja, übrigens, Nabil war auch dabei. Grüße, Bruderherz. Hast mir auch geholfen. Ich danke dir dafür, Bruder. Er war aber auch am Start. Und zwischen der Polizei und den Jungs gab es auch ein bisschen Streitigkeiten. Ich weiß es nicht, weswegen nicht. Ich war einfach nur auf dem Boden. Und ich weiß nur, dass irgendein Schaulustige mich filmen wollten, statt zu helfen. Also an der Stelle, Freunde, scheiß mal jetzt auf mich, aber egal, wo ihr einen Unfall seht, ja. Ich meine, wo ich jünger war, habe ich das vielleicht auch geguckt und gegafft. Klar, ich war jung, so weiß ich, aber mittlerweile ist ja wohl selbstverständlich, dass man sowas nicht macht. Egal, wo ihr einen Unfall sehen solltet, Freunde, ich bitte euch, lasst diese Filmerei, versucht zu helfen. Erste Hilfe, Polizei rufen, Krankenwagen rufen, macht Platz für die Sanitäter. So, das kann ich euch mitgeben, so Freunde, ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Sowas rettet Leben oder so ein, vielleicht, kostet einen das Leben, wenn man durch diese schaulustige Sachen, wisst ihr, was ich meine? Ihr versperrt vielleicht den Weg von einem Krankenwagen oder irgendwas, ich weiß es nicht. Es kann alles passieren, deswegen, Freunde, achtet auf sowas. Ja, stell dir vor, der Unfall wäre schlimmer ausgegangen und der Typ hätte in der Zeit irgendwas auf Facebook hochgeladen. Statt mir hätte man dann theoretisch deine Leiche gesehen, also weißt Beispiel, du so. Ja. Und das für die Angehörigen ist... So, und ihr müsst euch vorstellen, man hat mich aus dem Wagen gezogen, rausgetragen, der Wagen qualmt alles und plötzlich nach ein paar Minuten, das ging so ein bisschen schnell, auf einmal war Krankenwagen alles, auf einmal höre ich Streitereien. Und ich lieg da und ich konnte nicht so nach vorne beugen und gucken, was los ist. Ich konnte nur in die Luft gucken. Und das hat mich tierisch abgefuckt, weil ich brauchte Hilfe so und ich merke Streit und ich will irgendwie helfen, irgendwie brauche ich selber Hilfe. Ich war voll benebelt, ich wusste nicht, was ich denken soll, was ich machen soll. Also ich war voll, zwischendurch habe ich keine Luft gekriegt, wegen meiner Rippe irgendwie. Es war ein Mix von verschiedenen Gefühlen so und ich, ja nee, es war wirklich sehr, sehr, sehr krass der Moment für mich so und wie gesagt, danke an alle, die mir da geholfen haben, danke an die Jungs, Mois und so, die Jungs haben die ganze Zeit immer zugeredet, ey, alles wird gut, ich weiß das noch, der Nabil hat meine Hand gehalten, so als ob ich jetzt sterben würde, ich wusste ja auch nicht genau in dem Moment, weißt du, der hält meine Hand, ich merke nur, einer streichelt meinen Kopf, Maestro, glaube ich, oder Mois, weiß nicht, ey, alles wird gut, wir sind für dich da, mach dir keine Sorgen, ich habe noch gehört, wie Mois oder Mayo, ich weiß nicht mehr, einer hat gesagt, mach dir keine Sorgen wegen den Schaden, wir kriegen das alles hin, wegen dem Wagen und so, ich weiß noch, ich habe zu den Sanitäter, das Einzige, was ich noch zu dem Sanitäter noch gesagt habe, ist, sind andere Menschen verletzt, scheiß auf mich, und da hat er gesagt, nein, alles ist gut, mach dir keine Sorgen, da war ich so, da konnte ich so beruhigt liegen, so, dann war meine Anspannung weg, weil ich, für mich war so Katastrophe, wenn irgendein anderem was passiert wäre oder was auch immer, das wäre so voll behindert gewesen, weißt du, weil Autounfall und so, das ist immer so, da passiert Sachen, die du nicht vorhersehen kannst, ja, nee, voll. Auto schleudert, irgendwo, stell dir vor, da standen Passanten und der war halt Passanten getroffen, ja, nee, Gott bewahre, so. Es hätte einfach auch schlimmer sein können. Schlimmer sein können, so, ich bin sehr dankbar, dass es nicht schlimmer geworden ist, das hat mir nur noch mal gezeigt, wie schnell das Leben vorbei sein kann, Freunde, und Ich hatte noch so, mein Kopf war auch so zwischendurch, fuck, so alles ist vorbei, so. Ich habe ja auch Ziele, die ich verfolge, so, weißt du, so. So, meine Ziele, so, Frau, Kinder machen vielleicht, so, einer meiner größten Wünsche, so. So, und auch musikalisch Gas geben, Buch schreiben vielleicht, viele fragen ja immer nach einem Buch oder
Film drehen oder hassen, all diese Sachen, die ich ja gerne noch in meinem Leben machen will, für mich war so, boah, alles ist vorbei. Alles ist weg. So, der größte Wunsch, so Frau und Kinder, so, weil ich, meine größte Angst ist einfach, dass ich sterbe so und habe keine Kinder so. Also nichts hinterlassen auf der, nicht auf der hinterlassen. Welt so im Sinne. Weil, Bruder, was hinterlassen wir? Geld? Was ist das? Ja, was ist Papier, Bruder? Ja. Was wir hinterlassen, ist Leben. Verstehst du, was ich meine? So, und das ist für mich wichtig. So und natürlich, Geld ist auch eine schöne Sache, wenn man Geld hat und so. Das ist ja alles okay. Das macht das Leben alles einfacher, okay. Aber wahre Liebe, wahre Glück findest du nur in der Familie. Ja. Und das ist meine Meinung. So. Und das ist eine meiner größten Wünsche. Und ich habe so gedacht, boah, fuck, das ist jetzt einfach weg. Das ist genommen worden, so mäßig. So, und auf jeden Fall, Freunde, an der Stelle nochmal, auch für alle Leute, die zu schnell fahren, rasen, hast nicht gesehen, fahrt vorsichtig. Ich bin ein absoluter Gegner von Rennen. Es gab nie ein illegales Rennen. Ich war auch nicht mit dem Handy am Steuer. Und ich bin auch nicht irgendwie über Rot gefahren oder so. An der Stelle gibt es nicht mal eine Ampel. Also ich weiß gar nicht, wo diese angebliche Ampel herkommen soll. Weil mir haben Leute das auch geschrieben, hey, bist du über Rot gefahren oder so? Nein, ich bin da stehen geblieben, die Bahn ist gekommen. Alter, ich habe einen ganz normalen menschlichen Fehler gemacht. So. Und es liegt auch nicht daran, dass ich einen Porsche gefahren bin. Ich fahre seit 15 Jahren fette Autos. Also braucht mir auch keiner kommen. Ich kann mit einem Porsche nicht umgehen. Ja, nee. Vor allem auch für die Leute, die in deinem Umfeld sind und mit dir zu tun haben. Du bist der schlimmste Beifahrer. Man fährt über, wir fahren nach Berlin. Wir brauchen nach Berlin 7 Stunden, weil du alles, was über 100 km/h ist, wirklich Real Talk sagst, bitte fahr langsam, bitte ist rutschig. Wallah, ja. Es ist draußen trocken, du sagst immer, es ist rutschig. Immer, egal wann, du sagst, es ist rutschig. Weil du einfach Hauptsatz, ne? Immer, bitte Bruder, pass auf, es ist rutschig. Du bist am Schlafen, wir fahren 110 km/h, der hat so einen eingebauten Tempomat. So, du sofort, bitte Bruder, es rutschig, fahr langsam. Und ich schwöre auf Koran, Freunde, sagen wir hier nicht einfach so, ich bin wirklich so. Wirklich. Ich sag immer zu den Jungs, fahr langsam, ich fahre nie mein Auto selber. Selten. Ja, keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall, passt bitte auf euch auf. Wie gesagt, danke nochmal an jeden, der mir geschrieben hat. Danke an alle für die Besserungswünsche. Das hat mir wirklich, mein Herz war am Kochen. Ja, ne, es wurde mir so warm. Es war für mich so, als ob eine Riesenfamilie mich umarmt. So, die ganzen Nachrichten war so wie jeder hat mich so einmal gedrückt irgendwie. So hat sich das angefühlt, so, weißt du? Und ich war unheimlich, unheimlich dankbar und froh, dass ich so viele Nachrichten gekriegt habe. Deswegen ganz viel Liebe für euch, Freunde. Ich küsse euer Herz. Auch aus der Industrie haben mir viele geschrieben, viele Rapper, viele Geschäftspartner, viele auch an euch alle. Vielen, vielen Dank. Was soll ich euch sagen, Freunde, Alter? So krass, Alter. Also wie gesagt, Freunde, passt einfach auf euch auf. Ihr seht, ich habe durch einen kleinen Fehler, ich hätte vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe einfach nicht drauf geachtet. Ich war einmal unaufmerksam. Ich hätte vielleicht zuerst nach links gucken müssen, aber ich wusste nicht, dass da eine Gleise ist. Also ich bin ja nicht aus Dortmund. Ich kenne mich da nicht aus. Ja, ich wollte nur links abbiegen. So. Ein minimaler Fehler. Das ist, boah. Wenn ich so darüber nachdenke, sorry von dir. Wenn ich so darüber nachdenke, Alter, es wäre einfach vorbei gewesen. Einfach so von boom. Ja, nee. Ich wollte eine Sekunde Unachtsamkeit. Ich wollte nur ein Video drehen. Ja. Und ihr wisst, Freunde, ihr kennt mich. Ihr wisst, ich habe Spaß bei den Videos. Ich bringe euch gerne zum Lachen und ich mache und tue und arbeite viel. Und das wäre für diese eine Sekunde, wäre das einfach alles finito gewesen. Deswegen, Freunde, passt bitte auf euch auf. Sucht nicht immer nach Fehlern. Einfach nur helft euch gegenseitig einfach. Ne? Passt auf euch auf, grüßt eure Familien ganz lieb. Danke für die ganzen Nachrichten. Ich werde natürlich später ein, zwei Dinger beantworten. Wir werden jetzt nach und nach den gewöhnlichen Gang weitergehen, würde ich mal so sagen, wenn man das so richtig sagt. Ja, das war schon richtig. Werden weiterhin Musik droppen, werden weiterhin Vlogs machen und werden weiterhin auch andere Videos für euch machen. Und, ja. Und wenn die Leute wüssten, dass der nächste Song, der kommt, so krass eigentlich, also das, du hast das, was passiert, hast du eigentlich schon vorausgesagt, so ein bisschen. Das ist krass, also der nächste Song ist auch wirklich, ich habe schon mal eine Hörprobe davon sogar gezeigt, also schon länger her. Das nächste Song ist auch sehr, sehr krass, der geht auch ein bisschen Real Talk, melodische Hook, also es wird sehr krass auf jeden Fall. Mhm. Ich freue mich ganz, umso mehr freue ich mich, euch die neuen Songs zu zeigen, einfach weil ist einfach, wie es ist gerade. Und wir feiern einfach jetzt 2 Geburtstage im Jahr.
Ja. So, weil du bist zweimal geboren praktisch. Boah, heftig, Alter. Bismillah. Freunde, passt auf euch auf. Ich küsse eure Herzen. Wenn wir vor den Kasten wollen, ich fliehen, das war so. Nein, ihr braucht nicht trauen, wenn ich gehe, denn wir sind schon kurz vor dem Nahtod. Dankbar für jede Erfahrung. Ich schwöre, das war so. Fuhren über Grenzen, keiner da, der uns kämpft, und weiß das Beste wie Pablo. Scheißegal, es ist enden, meine Kette, sie glänzt, denn ich mach Cash.